Hallo, ich habe gerade gemerkt, dass hier die Speicherkapazität alle war. Ich musste erst mal die Daten wieder rüberspielen und wir fahren jetzt fort, Teil 14. Ich tue die Videos dann einfach A und B nennen und ich denke mal, das geht schon. Wir haben also jetzt noch eine halbe Stunde, dann ist wahrscheinlich hier der Speicher wieder voll. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei der Unterscheidung, wann ist der geistige Eindruck für mich und wann ist er für jemand anders. So. Und ich hatte damals also die Schwierigkeiten, das immer zu unterscheiden und ich habe dann einfach gesagt, also wenn ich diesen Dienst machen soll, dann muss es gewisse Spielregeln geben, damit es nicht zur Belastung wird. Und dann war eben, da habe ich einem gesagt, okay, wenn ich das sollte machen, dann hätte ich es gerne so, dass wenn es für jemand anders ist, in Englisch kommt. Und wenn es für mich selber ist, also Lehre, dann Deutsch. Ne, damit ich keinen Fehler machen kann, dass ich also zumindest in der Lehre richtig gehe. Das, was für die Gemeinde ist, kann ja dann andere auslegen. Dann kann das auch geprüft werden. Ne. Das, was für mich selber ist, muss ja dann im Prinzip ohne Interpretation laufen. Und das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr also den Dienst dann wirklich da so machen sollt. Das dann so zu regeln, das hat nicht immer gleich geklappt. Ich denke mal, da waren so 2, 3 Monate werden da vergangen sein, bevor das so richtig funktioniert hat. Und denn normalerweise ist das so, dass jemand, der so eine Gabe hat, auch nicht alleine steht. Aber es passiert eben, dass es eben, wenn man aus einer Gemeinde ausgelöst wird, dass es eben dort mal eben ins kalte Wasser geschmissen wird und dann eben auch schwimmen muss und dann in einer besonderen Art und Weise eben auch geholfen kriegt. So muss man das einfach tun. So, und dann ist es eben die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, den geistlichen Eindruck auszusprechen? Also es geht ja in mehreren Phasen. Es ist auch manchmal so, dass der geistliche Eindruck dreimal hintereinander kommt. Ja? Du kriegst eine bestimmte Situation gezeigt, wo du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, was das ist, wo das dazugehört. Dann kommt dasselbe 14 Tage später noch einmal. Und dann vielleicht 2 Tage später, ein drittes Mal. Mit ganz kleinen Änderungen. Und zwar genau an den Stellen, wo du eine gewisse Situation närrisch erfasst hast. Und das ist das Faszinierende. Weil würden geistige Eindrücke, sagen wir mal, in Zustand des Irreseins reflektieren. Ne? Also das, wo ich sagen, der Psychiater, der hat ja Stimmen und da so völlig weggedreht. Das ist eben hier nicht so. Sondern weil ja das, was am Ende rauskommt, ein Ziel hat. Ne? Und wenn jemand irre ist, dann kommt nur sinnloser Mist raus. Wenn du eben Lebensberatung hast und Leuten weiterhelfen musst, hast du das, was du übertragen tust und wo du Leuten weiterhelfen kannst, das ist in sich stimmig und es ist eine Hilfe. Und das ist eben das Unterscheidungsmerkmal, ob jemand einfach nur rumspinnt oder ob er die Gabe eben wirklich hat. Ne? So. Und man sagt dann einem auch, es ist eben nicht nur das Beherrschen, also die reine handwerkliche Tätigkeit, sondern es muss eben insgesamt dann auch der Gemeinde eben auch dienen und einen positiven Zweck erfüllen. Ne? Das ist eben das, was man, also es muss eben jemand stärken, es muss eben aus einer unklaren Situation heraushelfen. Es gibt ja auch Leute, die in der Verbrechensaufklärung diese Gaben haben, ne, die eben den Mord sehen. Und dann sagen, müssen wir dort mal graben. Ja, also sowas gibt es auch. Das sind natürlich solche Gaben, die man dann durchaus zu Geld machen kann, auch vielleicht im erlaubten Rahmen. Ne? Also wenn es ein Kriminalkommissar eben diese Gabe hat, das natürlich, dann haben es die Ganoven schwer. Ja? Ich kenne solche Leute nicht, aber denkbar ist das. Ne? Da. So, was ist noch zu erklären? Ach so, ja. Wann ist im Prinzip der richtige Zeitpunkt? Also zunächst mal ist es wichtig, dass man den Gewissen, also das, was man aufnehmen soll, erstmal klar verstanden hat. Ne? Manchmal sind das Bilder, die du also siehst, der Reihe nach Situationen, und die musst du zu einem logischen Fluss zusammenbauen. Das ist schon eine Schwierigkeit, die man üben kann, die man auch in den fortgeschrittenen Leveln dann auch lernt, ne? Wo man also erstmal, sagen wir mal, die Praxis, die handwerkliche Sache dann kriegt. Und wenn man es dann eben wirklich braucht, na, dann kriegt man das als Paket und dann muss man sich das dort rauspflücken.
So, das ist eben der Unterschied, weil du kannst eben in manchen Situationen musst du eben auch sofort Bescheid wissen. Ne? Du musst, wenn eben ein Ganöver um die Ecke kommt und will dich mit irgendwas betrügen, dann musst du das Ding durchschaut haben, weil dann musst du das Paket von denen schon da haben. Und das kannst du eben erst, wenn du die handwerkliche Sache eben dann schon beherrschst. So, und dann ist es eben eine Frage, dann kommt irgendwann in dem, sagen wir mal, in dem fortgeschrittenen Level, kommt es mal zu einer Situation, da kriegst du eine komplette Folge gezeigt und dir wird gesagt, du darfst nur über das erste Drittel was sagen. Zu demjenigen, der das ist. Der Rest ist nur für dich. So, das ist natürlich klar, wenn man das so eine, so, ich sag mal, junger Spritzer ist, ne, also noch gerade so die ersten Eindrücke einmal erfolgreich übertragen hat, dass man da schon einer großen Versuchung unterlegt, eben zu schwatzen. Also sagen wir mal, sich darzustellen, ach, ich bin toll und ich kann das und, na, und das ist eben genau die Falle, die hier ist und die muss man eben einfach mal meistens dreimal bestehen, drei verschiedene Situationen. Na, nur, dass man einfach, wenn es eben, wie soll man sagen, es gibt ja so Sachen bei Familienstreitigkeiten, ne? Wenn man also dort einen geistlichen Dienst hat. Und dort ist es eben unsensibel, wenn man denen im Prinzip das gesamte Paket um die Ohren haut. Ja. Und da kriegt man das dann immer abschnittsweise und genauso muss man es dann auch anwenden. Ja. Und da darf man eben nicht übers Ziel hinausschießen, weil man dann einfach mehr kaputt macht, als eigentlich sein soll. Ja. Du kriegst im Prinzip schon die Richtung, wo es hinläuft, aber für dein Gegenüber, was eben diese Gabe nicht hat und das auch nicht einordnen kann, ist es natürlich unheimlich schwierig. Ja. Und damit er nicht aussteigt oder damit er nicht innerlich zerbricht, ist es eben oftmals eben eine Dosierung nötig, sodass er das eben schrittweise bekommt, so wie er es braucht. Und derjenige, der die Gabe hat und die Information hat, da muss sich eben disziplinieren und darf eben dann nicht über seine Kompetenz darüber hinaussteigen. Und das zu trainieren, das ist eben das, was vor dem, sagen wir mal, Meistergrad in dem Sinne, erstmal verstanden werden muss und ein paar Mal richtig funktionieren muss. Wo auch knallharte Prüfungen gibt, wo man da durchrasselt, alles nochmal neu wiederholen darf. Das ist eine Sache, die sehr viel Zeit braucht, aber wenn es darum geht, dass also Leute da eingearbeitet werden sollen, dann ist es natürlich legitim, wenn man das jetzt auch mal so in einem Video auch mal erklärt, weil ich selber hatte keine Hilfe. Ja, ich bin da wirklich Schritt für Schritt da durchgeführt worden und viel Lehrgeld bezahlt, war mal ordentlich auf die Schnauze geflogen, aber wenn man dann dranbleiben will und das wirklich auch bis zum Ende durchziehen will, dann kommt man in neue Situationen, die im Prinzip das gleiche Thema beinhalten, aber anders gestrickt sind, sodass man also nicht aus seinen Erfahrungen heraus was machen muss, sondern aus dem guten Willen, die Aufgabe sauber und nach allen Vorgaben zu lösen. Und darum geht es eigentlich. So. Weil wir gehen mit Menschen um. Wir sind keine Scharfrichter, sondern das ist ein Dienst, der helfen soll. Ja? Da geht es nicht darum, sich da groß zu fühlen und ich bin hier derjenige, der die zukünftige Weltende vorhersieht und gibt es ja nur einige Experten, die sich da so schon weit aus dem Fenster gelehnt haben. Das ist meiner Ansicht nach eine unechte Prophetie. Da gibt es viele Leute, die da böse auf die Nase gefallen sind. Da muss man auch ganz klar sagen, dass es da auch in der Bibel klare Stellen gibt, dass das niemand weiß. Aber es gibt natürlich Leute, die rechtzeitig noch vorbereitet werden, einen gewissen Dienst Einübung zu kriegen. Und die kriegen dann eben eine Sonderbehandlung, sage ich mal. Und die sind dann eben auch in einem gewissen Schutz drin, dass sie dann auch erfahren, also wenn man auf, nächste Woche packt dein Kram und zieh auf die dort rüber oder dorthin ziehen und so. Und wenn man das dann nicht macht, ist einem dann der Schutz auch nicht mehr da. Das ist das Problem. Aber das geschieht eben nur Leuten, die eben schon ein gewisses Level erreicht haben und wo man auch weiß, dass sie dann das dann auch tun und dass sie auch das richtig aufnehmen und auch richtig umsetzen. Ja, das ist das, was ich jetzt noch ergänzen wollte. Im Prinzip habe ich das Paket jetzt abgearbeitet, was jetzt hier so noch im Raum stand. Und vielleicht ist es gut, wenn man dann später noch mal zu einem anderen Thema, was ähnlich gelagert ist, vielleicht noch mal einen Artikel macht. Aber ich würde die Sache jetzt erstmal abschließen. Das ist
erstmal in einer kompakten Form eine Einführung in das richtige Aufnehmen und das richtige Verarbeiten von geistlichen Eindrücken. Das ist völlig egal, ob das aus dem christlichen Bereich ist oder eben jetzt, wie es momentan ist, dass eben erstmal die Altgermanen gerufen werden, weil die Kirche und die Christen auf der ganzen Linie versagt haben. Ja, muss man einfach sagen. Und da ist es eben so, dass wenn das Volk Gottes nur Übles über die Welt bringt, also muss man wirklich so sagen, ja, ihre Aufgabe nicht wahrkommen, nicht nachkommen und sagen wir, sich so als Auserwählte über andere Völker stellen und denen dort Leid zufügen, da ist natürlich dann ganz schnell der Riemen runter und deswegen sind die Christen in dem Sinne in Zug gekommen und die haben nur auch wieder versagt, weil sie sich an die Freimaurer angeschmissen haben. Ja, dann geht es dann zum nächsten, also die dritte Reihe und die vierte Reihe, je nachdem, wer eben das Ding versägt. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie gehen eben die Altgermanen mit der Möglichkeit, um Vorgesetzte der Christen zu werden, weil sie eben dann mit dem Wissen und mit der Begabung eben so eingesetzt werden. Und da wird es Höllen und Zähnen klappern sein, dass eben dann der Pastor hinten dran steht, ne? Obwohl er ja, vor ihnen mal das mal vorgesehen war. Aber wenn er sich eben nicht bewegt und wenn er aus dieser Freimaurerei eben nicht austreten will, ja, dann wird er mit verheizt. Das ist eben so, ne? So, und da hat Gott auch keine Berührungsangst. Und da wird er auch aus Stein Kinder machen. Das hat er ja schon ein paar Mal schon im Neuen Testament hat das ja schon mal angekündigt, dass das geht. Und wie das geht. Ja. Ich habe ja, meine Überzeugung ist ja, dass durch die Siliziumtechnik, also diese Transistortechnik, im Prinzip das ja schon wahr geworden ist. Ne. Sind ja Steine, ne, die schreien. Also jedes Kofferradio, jedes Handy, der Multimedia-Player ist ja im Prinzip die Erfüllung dieser Prophetie. Ne. Dass aus diesen Steinen durch die Mikroprozessortechnik, die da also hier diese Layer da aufgebracht werden, damit belichten und sodass dann die elektronische Schaltung da entsteht. Das ist ja eigentlich die Erfüllung, ne? Dass die Steine anfangen zu schreien, wenn die Jünger aufhören zu predigen. Das ist das, was wir erleben. Deswegen haben wir ja diese Multimedia-Technik, die ich jetzt auch benutze. Ja? Weil es eben die Gemeinde ihren Aufgaben nicht nachkommt. Und da findet Gott dann andere Möglichkeiten und Wege, sich zu äußern. Und da müssen eben die Leute, die eben aktiv sein wollen und bleiben wollen, auch mal ein paar Nachtschichten machen oder ein paar Frühschichten, wie es eben jetzt auch ist, damit eben das Ziel erreicht wird, dass diejenigen, die gerettet werden wollen, auch gerettet werden können. Und dass diejenigen, die aus dem Dienst rausgefallen sind, eben erstmal geholfen kriegen, obwohl ich nicht weiß, für wen es ist. Ich sage es mal wieder, ich habe keinen Plan, wer das sein könnte. Aber vielleicht schreibt ihr immer das im Videokommentar, dass das genau ihn voll mitgenommen hat und dass er das wirklich brauchen kann. Würde mich ja freuen. Vielleicht habe ich da mal so ein Feedback. So, trotzdem nochmal der Aufruf, wer Möglichkeiten sieht, Text in einem Video aufzunehmen, das also in dem Untertitel Generator von YouTube. Da die Video-Untertitel in Deutsch zu erzeugen, würde mich sehr freuen, weil es würde dann die Möglichkeit geben, dass wir die großen Videoserien, die also hier schon bis an die 20 vorangeschritten sind, dann nochmal auch in anderen Sprachen anbieten können. Also gerade die Wahlbetrugsgeschichte hätte ich eben gerne in allen europäischen Sprachen. Da kann ich nur Leute, die Hilfe von mir angenommen haben, auch mal sich hinsetzen und mal das eine oder andere mal an einem Nachmittag mal zwei, drei Teile einfach mal den Text vom Video aufnehmen und in den Untertitelgenerator eintragen. Ja, das ist momentan die Arbeit, die uns am meisten aufhält. Und meine Aufgabe ist eben nicht, diese Untertitel schreiben. Da habe ich ein ganz klares Nein dazu. Und da muss man auch, wenn man so einen Dienst macht, gewisse Aufgaben auch von sich weisen, ja, weil man sich dann sonst verzettelt. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu hören, zu gehorchen. Und im richtigen Moment dann auch zu sagen, ist gut jetzt, ist das Ding ist jetzt rund und dann auch mal aufzuhören. Ne? Gut. Ich würde sagen, ich mache das Video jetzt erstmal aus und wir machen dann als nächstes wieder ein weltliches Thema. Müssen wir mal gucken, was da jetzt am dransten ist. Ich würde denken, dass wir jetzt was machen müssten zu der ganzen Ausländer und ja, dass die Regierung die Wünsche dort des eigenen Volkes übergeht. Ich denke mal, dass das jetzt momentan das nächste Thema ist, was wir mal angehen sollen und mal auch aus biblischer Sicht mal beleuchten.
weil hier durch die ganzen Knebelverträge die Kirche eine unrühmliche Rolle spielt in letzter Zeit. Man braucht da bloß die Auseinandersetzung in Dresden angucken, Pegida und was die Kreuzkirche oder hier am Markt, im Altmarkt, ne? Wo ich sagen muss, unmöglich. Ne? Und ja, da sollte man dann wirklich auch dann mal was dazu sagen. Wollen wir mal gucken. Ne? Gut. Ich binde das Ding jetzt erstmal zu und mache das Video aus, nenne dann die Teile 14a und 14b.